ihr Lieben, für den Monat Juli hatte ich euch mitgeteilt, was der Monat für uns bereithält. Nun ist der Monat August an der Reihe und wir wollen wissen, was er uns bringt und was Nostradamus für den August prophezeit. Ein unruhiger Monat steht uns bevor. Ab dem 26. Juli ist der Merkur rückläufig. Und das bedeutet, anstehende Entscheidungen sind gut zu überdenken. So kann es passieren, dass es zu großen Missverständnissen kommen kann und Verabredungen scheitern. Auch technische Geräte wie zum Beispiel Telefonanlagen und Computer sind störanfälliger. Anstehende Verträge können zwar verhandelt werden, jedoch den Abschluss mit der Unterschrift eines Vertrages sollte erst nach dem 19. August, wenn der rückläufige Merkur vorbei ist, getätigt werden. Verschiedentlich kann auch Lernfähigkeit und Unkonzentriertheiten festgestellt werden. Ist dir schon aufgefallen, dass sich die Welt irgendwie in einer Schockstarre befindet? Das liegt an den derzeitigen Geschehnissen und Ereignissen dieser Welt. Dies liegt auch darin begründet, dass 5 Planeten rückläufig wurden. Darunter sind auch die Planeten Merkur, Mars und Saturn. Und diese Planeten zeigen immer ihre negative Seite. Diese Erfahrung konnten wir und können wir erkennen in all den Jahren, wo die Planeten Neptun, Pluto, Jupiter, Uranus und Saturn herrschten. Der Mars ist alle 2 Jahre rückläufig. Er verharrt dann aber eine längere Zeit in der begrenzten Zone. Man sollte alle Rückschläge überdenken und überarbeiten. Deshalb ist der Monat August ein schwieriger Monat mit mühsamen Rückschlägen. Er zeigt sich in Unruhe und gefragt sind Geduld, Besonnenheit, Zeit und Ruhe. Nutze diesen Monat, um alte Fehler zu korrigieren. Es ist an der Zeit. Drossle dein eigenes Tempo, sonst läufst du Gefahr, den Überblick zu verlieren. Trotzdem musst du dir deinen Urlaub nicht verderben lassen. Erholung und Freude in deiner Freizeit werden nicht beeinträchtigt. Und der Mars wird im September wieder normal verlaufen. Nach der größten Jahrhundert-Mondfinsternis der vergangenen Tage erwarten wir am 11. August die 5. und letzte Finsternis in diesem Jahr, die partielle Sonnenfinsternis. Darüber werde ich in einem zusätzlichen Video berichten. Und nun die Prophezeiung Nostradamus für den Monat August. Geboren aus trojanischem Blut, mit einem deutschen Herzen ist er, der zu hoher Macht kommt. Er wird das fremde arabische Volk davonjagen und der Kirche die frühere hervorragende Rolle zurückgeben. Dies ist die Quelle aus dem Jahreskalender Nostradamus 2018. In meinem nächsten Video gehe ich näher auf die 3. und die letzte Sonnenfinsternis 2018 ein. Bis dahin, lichtvolle Grüße, eure Deria.